Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, was ist denn eigentlich eine verantwortliche Entscheidung? Hierzu gibt es eine recht hilfreiche Definition aus der Betriebswirtschaftslehre. Demnach bedeutet entscheiden, die Auswahl zwischen bewerteten Alternativen vorzunehmen. Entscheiden bedeutet die Auswahl zwischen bewerteten Alternativen. Und jetzt frage ich Sie, ob der Landesregierung zum Flughafen Rostock-Lage tatsächlich bewertete Alternativen zur Auswahl vorlagen, als sie entschied, den Zuschuss an den Flughafen für die kommenden 4 Jahre zu verdoppeln. Keiner im Raum wird ja jetzt ernsthaft bestreiten wollen, dass die Beschlussfassungsverfahren diesbezüglich mehr als suboptimal waren. Die Landesregierung hat sich beim Flughafen Rostock-Lage einfach festgelegt, ohne dass sie die von ihr selbst beauftragten 2 Gutachten zum Flughafen abgewartet hat, ohne dass sie die konkrete Ausgestaltung der neuen Leitlinie der Europäischen Kommission über staatliche Beihilfen für Flughäfen berücksichtigen konnte, ohne dass die Geschäftsführung des Flughafens wenigstens vorher ein tragfähiges Konzept zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit vorlegen musste, ohne dass zwischen dem Land und den kommunalen Gesellschaftern eine belastbare Vereinbarung getroffen wurde, wer für etwaige weitere steigende Kosten in der Zukunft aufkommen wird. Und die Landesregierung hat sich festgelegt, ohne dass sich diese Entscheidung in ein schlüssiges und nachhaltiges Landesflughafenkonzept einordnen ließe, weil eben ein solches auch nach 2 Jahrzehnten Flughafenförderung noch immer nicht vorliegt. Die Landesregierung operiert beim Flughafen also im Blindflug. Sie hat sich dabei von fast allen Grundsätzen guten Regierungshandelns verabschiedet. Zudem hat sie finanzwirksame Entscheidungen getroffen, ohne dass sie entsprechend den üblichen parlamentarischen und rechtsstaatlichen Gepflogenheiten den Landtag als Haushaltsgesetzgeber oder zumindest dessen Fachausschüsse einbezogen hätte. Meine Damen und Herren, die Faktenlage ist ernüchternd. Viel Vertrauen hat die Landesregierung verspielt, denn wenn man eines aus den vergangenen Wochen lernen konnte, dann doch wohl, dass alles anders kommt, als es die Regierung noch kurz zuvor angekündigt oder behauptet hatte. Vor den Ausschüssen erklärte die Landesregierung uns allen noch vor wenigen Wochen, dass sie erst über eine Beteiligung des Landes am Flughafen entscheiden wird, wenn sie die zwei bei PwC beauftragten Gutachten vorliegen und die neue EU-Richtlinie zur Flughafenförderung bekannt ist. Die Ausschüsse vertrauten auf diese Aussage, wir vertrauten auf diese Aussage und die Bevölkerung vertraute auf ein geordnetes und verantwortungsvolles Vorgehen. Es kam dann bekannterweise alles anders. Den größten Sündenfall in diesem Zusammenhang hat die Landesregierung begangen, als sie sich erpressbar gemacht hat. Denn die Landesregierung begründete die hastige und jeglicher Grundlage entbehrende Entscheidung ja mit einer angeblichen Insolvenzgefahr, Herr Renz. Der Flughafen hätte vor einer unmittelbaren Insolvenz gestanden, wenn denn die Landesregierung nicht beherzt eingegriffen hätte. Das ist ja auch Ihre Argumentation, Herr Renz. Also meine Damen und Herren und insbesondere Herr Renz, es gab doch allerhöchstens eine künstliche Insolvenzgefahr. Denn die Gesellschafter waren ja dem Grunde nach weiterhin zahlungsfähig. Sie waren bloß nicht mehr zahlungswillig. Und natürlich kann ich die Kommunen auch verstehen, wenn sie eine substanzielle Entlastung von dieser überörtlichen Infrastrukturaufgabe fordern. Die Landesregierung hätte dann aber gemeinsam mit den kommunalen Gesellschaftern verhandeln müssen, wie denn in den kommenden 3 Monaten, Herr Renz, ein tragfähiges Konzept für diesen Flughafen aussehen kann. Diese 3 Monate hätten wir doch Zeit gehabt. Dann hätten auch die Gutachten vorgelegen. Dann hätte auch die neue EU-Richtlinie vorgelegen. Dann hätte ein neues Konzept des Flughafens vorliegen können. Stattdessen nimmt die Landesregierung das Ergebnis vorweg, schießt bedingungslos, Herr Renz, Millionenbeträge nach und versucht jetzt im Nachhinein Konzepte von der Flughafengesellschaft einzufordern. Da wünsche ich natürlich viel Erfolg, aber jeder, der schon mal einen Auftragnehmer vorher ausgezahlt hat, der weiß, dass er bei jeder Beanstandung schlechte Karten im Nachhinein hat. Ich halte ein solches Vorgehen schlicht für unprofessionell. Und vor allem, meine Damen und Herren, und das ist mir jetzt nochmal konkret wichtig, was für ein Signal sendet die Landesregierung mit einer solchen Aktion eigentlich aus? Ich denke, dass sich einige ehrliche Unternehmer in unserem Land gefragt haben, ob sich ordentliches und redliches Wirtschaften eigentlich noch lohnt. Da ja offensichtlich fast jedes windige oder weniger windige Unterfangen von der Landesregierung ohne Konzept bezuschusst wird und im Notfall eben auch gerettet wird. Solche Entscheidungen beschädigen das wirtschaftspolitische Image unseres Landes. Meine Damen und Herren,
Herr Pegel als Verkehrsminister hat ein schweres Erbe angetreten und ich beneide ihn darum wirklich nicht. Ich wünsche mir vom neuen Minister in den kommenden Wochen, dass er eine Reihe offener Fragen für die Öffentlichkeit und für dieses Parlament beantwortet. Ich bin weniger an neuen Visionen und weiteren Durchhalteparolen interessiert. Davon haben wir in den vergangenen 2 Jahrzehnten mehr als genug gehört. Aber ich erhoffe mir von dem neuen Minister wirklich, dass er einmal ein paar Antworten auf lange offene Fragen gibt. Ich möchte zum Beispiel wissen, wie ein Flughafen weiterhin Gebührenrabatte an Fluglinien ausreichen kann, wenn dieser Flughafen nur mit öffentlichen Mitteln überleben kann. Stellt das nicht eine Quersubvention von Fluglinien dar? Im Übrigen klagt gerade die Lufthansa gegen den Flughafen Frankfurt-Hahn, weil dieser der Fluggesellschaft Ryanair Landegebühren erlassen hat. Wir wissen, dass ja auch der Flughafen Rostock-Lage der ominösen Fluglinie Rostock Airways ebenfalls Rabatte einräumen will. Eine weitere offene Frage, von der ich vom Minister eine Antwort erhoffe, ist, ob in der Bilanz des Flughafens weitere Finanzierungsrisiken schlummern. Wissen Sie, ich habe mir einmal die Bilanz vorgenommen, habe sie mir angeschaut und bin über eine Position gestolpert, die ich mir nicht erklären konnte. Das kann einfach daran liegen, dass ich darin kein Experte bin. Ich konnte sie mir einfach nicht erklären. Der Verlust des Flughafens lag 2013 nicht um 1,1 Millionen Euro höher, weil ein Sonderposten für Investitionszuschüsse aufgelöst wurde. Diese Sondereinnahmen wurden als betriebliche Erträge verbucht. Das ist dahingehend schon ein bisschen kurios, weil betriebliche Erträge eigentlich keine Sondereinnahmen, die nichts mit dem Geschäftsmodell zu tun haben, enthalten dürfen. Aber das sei mal dahingestellt. Aber was heißt das denn nun, wenn dieser Sonderposten in den kommenden Jahren nicht mehr zur Verfügung steht? Die Landesregierung konnte mir vor 2 Wochen im Finanzausschuss auf diese Frage nicht antworten. Eine zugesagte Beantwortung für den Ausschuss liegt immer noch nicht vor. Das fällt übrigens zur Entlastung des Verkehrsministeriums in den Verantwortungsbereich des Wirtschaftsministeriums, diese Frage zu beantworten. Das hat man mir damals im Finanzausschuss auch schon gesagt. Dennoch, ich würde gerne diese Antwort haben. Denn man muss sich ja mal überlegen, eigentlich muss man die Antwort ja schon haben, bevor man weitreichende finanzielle Entscheidungen trifft. Also eigentlich hätte diese Antwort wie aus der Pistole herausgeschossen kommen müssen. Sie ist aber bis heute nicht gekommen. Eine weitere offene Frage sind die Fluggastzahlen. Wussten Sie zum Beispiel, dass man eigentlich knapp 40.000 Fluggäste abziehen muss von den offiziellen Gesamtfluggastzahlen des Flughafens Rostock-Lage, weil sie durch die Flugschule entstehen? Ich finde, das sind keine richtigen Fluggäste. Möglicherweise wird auch die Polizeihubschrauberstaffel bei den Fluggastzahlen mit eingerechnet. Im Linien- und Charterbereich hat der Flughafen Rostock-Lage im vergangenen Jahr gerade einmal knapp 130.000 Fluggäste gehabt. Vor diesem Hintergrund schwindet meines Erachtens die verkehrspolitische Bedeutung des Airports nochmals erheblich. Nun ruft die Landesregierung das Ziel aus, dass der Flughafen insgesamt, also mit allen sonstigen Fluggästen, 250.000 Fluggäste erreichen soll. Das ist vor dem Hintergrund, dass im Jahr 2011 bereits insgesamt 220.000 Fluggäste schon erreicht wurden, kein besonders ambitioniertes Ziel. Müssen dann eigentlich auch die Fördermittelbescheide der vergangenen Jahre abgeändert werden, weil das Land und der Airport sich von der ursprünglichen Zielzahl für das geförderte Terminal verabschiedet haben? Auch so eine offene Frage. Und wenn wir schon bei förderrechtlichen Fragen sind, hat die Landesregierung eigentlich einmal Nachforschungen betrieben, warum bisher keine einzige Prognose zu den Fluggastzahlen eingehalten wurde? Es ist doch mehr als erstaunlich, dass bei einem solchen Verkehrsinfrastrukturprojekt keine einzige Prognose bisher zutraf, und wir nun vor einem Flughafen stehen, der offensichtlich völlig am realen Bedarf vorbeigebaut wurde. Ich sehe hier erste Hinweise dafür, dass möglicherweise in der Vergangenheit gegenüber dem Land zu subventionserheblichen Tatsachen unvollständige oder unrichtige Angaben gemacht wurden. Das wäre in letzter Konsequenz natürlich ein Straftatbestand. Was hat die Landesregierung aber diesbezüglich zur Aufklärung unternommen? Es kann ja sein, dass das alles haltlos sind, meine Überlegungen. Aber man müsste ja zumindest mal untersuchen, was wurde damals eigentlich beantragt, auf welcher Grundlage und warum ist diese Grundlage nicht belastbar gewesen? Was hat die Landesregierung denn zur Aufklärung unternommen? Meine Damen und Herren, wir Grüne wollen, dass die Landesregierung zu den Grundsätzen guter Regierungsführung durch geeignete Maßnahmen zurückfindet, insbesondere zu geordneten, transparenten und belastbaren Beschlussfassungsverfahren. Wir wollen, dass die Landesregierung dem Landtag bis Juli 2014 ein Konzept über die Zukunft der Flughäfen in Mecklenburg-Vorpommern vorlegt. Dieses Konzept muss erstens die neue Leitlinie der Europäischen Kommission über staatliche Beihilfen für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften berücksichtigen.
Dieses Konzept muss zweitens aufgrund der überörtlichen Funktion des Flughafens Rostock-Lage dessen kommunale Gesellschafter spürbar von ihren Zuschussverpflichtungen entlasten. Und dieses Konzept muss drittens die Zuschüsse des Landes für Flughäfen und Luftverkehrsgesellschaften auf ein Maß beschränken, das in einem angemessenen Verhältnis zum tatsächlichen Fluggastaufkommen, zur Bedeutung des Verkehrsträgers für die Region und zur volkswirtschaftlichen Bedeutung des jeweiligen Flughafens steht. Meine Damen und Herren, ich ende erstmal hier mit der Einbringung, mache nachher mit der Aussprache weiter. Ich habe allerdings zum Schluss eine Bitte. Ich würde mich freuen, wenn wir nicht über die 49 Vollzeitbeschäftigten sprechen beim Flughafen Rostock-Lage. Die Landesregierung hat schwere Entscheidungen im Personalbereich getroffen, die insgesamt 10.000 Landesbeamte und Angestellte betroffen haben und hat dafür immer Verständnis gefordert. Und wenn das jetzt sozusagen der Opposition, die hier kritisch nachfragt, vorgehalten wird, dass es um 49 Vollzeitbeschäftigungsangestellte geht, fände ich das unfair und unangemessen. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, so ein bisschen hat sich mir der Eindruck aufgedrängt, dass einige im Saal unseren Antrag nicht gelesen haben. Denn es geht mitnichten darum, den Beschluss der Landesregierung aus dem Januar zu kassieren, sondern im Kern unseres Antrages geht es darum, dass das Land sich endlich auf den Weg macht, ein Flughafenkonzept für das gesamte Land aufzustellen. Und leider hat Herr Pegel uns sehr, teilweise auch nachvollziehbar, sehr detailliert dargestellt, warum sich die Landesregierung im Januar so entschieden hat, wie sie sich entschieden hat. Aber zu der Notwendigkeit, ein Flughafenkonzept aufzustellen, hat er wenig gesagt. Und Herr Schulte hat sich ja nur darauf beschränkt, zu erklären, dass der Minister alles gesagt hätte. Deswegen hat die SPD-Fraktion sich auch nicht dazu positioniert, wie sie denn eigentlich zu der Notwendigkeit steht, hier im Land ein Flughafenkonzept aufzustellen. Und Herr Schulte, Sie haben eben gerade eine interessante Korrelation zwischen zwei Sachen aufgemacht, die ich auch nicht nachvollziehen kann, die sich nur erklärt, wenn man unseren Antrag vielleicht nicht genau gelesen hat. Sie erklärten, dass wir Grüne selbst ja mal gefordert haben auf Rostocker Kommunalebene, dass das Land die kommunalen Gesellschaften entlasten sollte. Aber das steht doch genau in unserem Antrag drin. Wir Grüne fordern auch, dass die Kommunen von dieser überörtlichen Aufgabe entlastet werden. Und die Erpressbarkeit, das ist einfach eine Frage des Stils und des Weges. Und da habe ich eben gerade gesagt, und da komme ich nochmal auf die Ausführung von Herrn Pegel zurück, da habe ich eben gerade gesagt, dass es hier um politische Verantwortung ging, dass natürlich die Kommunen Druck auf das Land ausgeübt haben, aber dass dieser Druck künstlich war. Und natürlich muss man bei einer Insolvenz, darf man das Vermögen von den Gesellschaftern nicht berücksichtigen. Aber die Gesellschafter waren noch zahlungsfähig, sie waren nur nicht mehr zahlungswillig. Und da geht es um eine politische Verantwortlichkeit. Und so wie die Gesellschafter nicht verpflichtet sind, Zuschüsse zu leisten, so ist auch das Land nicht verpflichtet, Zuschüsse zu leisten. Deswegen, unter dem Strich, ging es um reine politische Verantwortlichkeit. Es ging um reine politische Verantwortlichkeit. Und deswegen war das eine klassische Erpressungssituation. Und ich habe ja eben gerade einen Weg aufgezeigt, wie wir uns für 3 Monate Zeit mehr uns ein vernünftiges Konzept hinlegen hätten können. Ich denke, diese 3 Monate Zeit wären drin gewesen. Insbesondere, wenn es um Entscheidungen geht, die für die nächsten 4 bis 8 Jahre möglicherweise tragen sollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, falls die Wirtschaftlichkeit der Flughäfen nicht hinreichend gesteigert werden kann, um ein Flughafenkonzept umzusetzen, was wir hier in unserem Antrag fordern, dann muss in letzter Konsequenz die Landesregierung, das hat die Linke ja auch schon dargelegt, dann muss die Landesregierung natürlich auch unter Berücksichtigung aller förderrechtlichen Möglichkeiten überlegen, wie sie die kommunalen Gesellschafter unterstützen kann bei einem Ausstieg. Ich finde, das ist eine ganz logische Konsequenz. Meine Damen und Herren, die Abwicklung eines Flughafens ist nichts Unvorstellbares. Es gibt sogar Lösungen, wie etwaige Rückzahlungen von Fördermitteln auf ein erträgliches Maß reduziert werden können. Beim Flughafen Rostock-Lage haben wir Grünen berechnet, dass es im Jahr 2014 ungefähr 14 Millionen Euro wären, die die kommunalen Gesellschafter zum größten Teil an das Land im Übrigen, nicht an den Bund, sondern direkt ans Land, zurückzahlen müssten. Das Finanzministerium kam in einer unabhängigen Berechnung ebenfalls auf 14 Millionen Euro. Wenn Land und Kommunen sich diesen Betrag teilen würden, rechnet sich für die Kommunen der Ausstieg bei den aktuellen Zuschussbedarfen
bereits nach gut 3 Jahren. Wichtig ist aber jetzt erst einmal, dass die Landesregierung endlich ein Landesflughafenkonzept erstellt, so wie wir es hier im vorliegenden Antrag im Kern fordern. Dann käme auch nicht unser neuer Verkehrsminister Herr Pegel ins Schlingern, wenn ihn der Heringsdorfer Bürgermeister auffordert, doch nun auch den Airport Usedom mehr zu bezuschussen, nachdem der Zuschuss für Rostock-Lager erhöht wurde. Ich finde, der Heringsdorfer Bürgermeister hat sogar gute Argumente, denn er führt an, dass der Airport auf Usedom viel mehr zur Wertschöpfung im Land beiträgt als der Flughafen in Lage, weil Urlauber nach Usedom eingeflogen werden und nicht nur Einheimische aus Lage zum Urlaub in die Türkei oder nach Ägypten ausgeflogen werden. Also das finde ich ist eine schöne Subvention von Urlaubswünschen, aber ich weiß nicht, ob das die vordringliche Aufgabe des Landes Mecklenburg-Vorpommern sein sollte. Wie will die Landesregierung die Bitte des Heringsdorfer Bürgermeisters eigentlich ausschlagen, nachdem sie in Rostock-Lage ohne Grundlage Millionenzusagen erteilt hat? Auf diesen argumentativen Klimmzug bin ich gespannt, Herr Renz. Wir brauchen also ein Landesflughafenkonzept, das die volkswirtschaftliche Bedeutung jedes einzelnen Flughafens erhebt und berücksichtigt. Das norddeutsche Flughafenkonzept liefert hierzu im Übrigen überhaupt keinen Beitrag und ist daher als Grundlage für weitere Entscheidungen völlig ungeeignet. Die volkswirtschaftliche Bedeutung für alle Flughäfen muss erhoben werden und muss dann Eingang in ein gesamtes Konzept finden. So die Landesregierung weiterhin eine Flughafenförderung durchführen will, muss sie ein geeignetes und eigenes Landesflughafenkonzept vorlegen. Und das fordern wir im Kern des Antrages. Und ich habe jetzt gerade von SPD und CDU nur gehört, warum der Beschluss der Landesregierung im Januar der richtige war. Schön und gut. Der soll aber doch gar nicht mit dem vorliegenden Antrag kassiert werden. Ich würde gerne von Ihnen nochmals wissen, warum Sie das Anliegen der Grünen, dass sich das Land endlich auf den Weg macht, ein Landesflughafenkonzept aufzustellen, auf dessen Grundlage solide dann auch Förderentscheidungen getroffen werden können. Warum Sie ein solches Flughafenkonzept nicht wollen, und das bleibt hier offen, das finde ich schade, aber das scheint offensichtlich der politische Stil hier im Land zu sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.